willkommen zu einem weiteren Review von Shisha for You. Diesmal werden wir wieder mit Luke und Finn. Wir sitzen hier gerade, ich muss leider stehen, weil alle anderen Plätze schon leider belegt sind und die Leute sind zu faul sind aufzustehen. Zumindest testen wir heute für euch den Starburst Winterfresh, genau. Winterfresh. Haben wir schon mal ein Essen geraucht? Falsch, Möp, das war in Mainz. Ja, oder in Mainz geraucht, damals beim lieben Yannick. Von wem haben wir den Tabak bekommen? Von dem, das ist ja lustig, Tobias, und er heißt Danke Meier, also Danke Meier, für diesen Shot. Habt ihr nicht verstanden, ne Master? Oder hast du nicht verstanden? Ja, egal. Ja, ziemlich großzügig für so einen Starbucks-Shot. Es ist kein Shot, sondern es sind mal so locker 75 Gramm. Typisch Starbucks, fein, Tabak ist bräunlich, feucht, klasse. Ja, Exotic Winter Fresh heißt das Ganze. Lieben Dank nochmal an dich, Tobias, für diesen Shot. Er kommt übrigens aus Friedrichshafen. Ja, der Tabak riecht sehr, sehr erfrischend, ähnlich wie er auch schmeckt. Es ist richtig so eine, riecht leicht nach Minze, aber nicht wie ein typischer Minztabak, auch nicht so herb, sondern hat irgendwie noch so eine Beinote. Es ist, der riecht so ein bisschen scharf, muss man sagen. Wenn ihr versteht, was ich meine, oder auch nicht. Und weißt du, die Leute wissen nicht, was scharf ist. Gib mir den Schlauch, Spasti. Ja, zumindest rauchen wir mit der, mir wurde letztens eigentlich gesagt, dass das nicht die Kaya Sirium Style. Nee, das ist die Kaya Bohemian 650 oder so? Nein, 580 Bohemian Style. Stimmt, sind 58 cm, sehe ich direkt noch. Die 580er. Tanji Sunnelbowl, ca. 10 bis 15 Gramm drin. Mod, Atomlochung und 3 Rikos. Und mit unserem wundervollen Chrissy Tube, der seit 3 Monaten nicht gewaschen wurde. Was aber nicht zur Sache tut, da der Tabak meiner Meinung nach auf jeden Fall sehr minzig schmeckt, wie Finn ja auch schon meinte, dass er so riecht. Und wirklich so eine seltsame Beinote hat, ich weiß nicht. Schmeckt scharf und frisch und geil. Geiler Tabak. Er hat ihn uns übrigens geschickt, weil er den überhaupt gar nicht mochte. Er meinte, er schmeckt zum Kotzen. Tobias. Wir haben uns mega darüber gefreut. Danke dir, Maya, aber du hast keine Ahnung. Wirklich, der schmeckt so affengeil. Deswegen nehme ich den jetzt auch mit nach Hause. Und auch zu Hause gleich noch ein paar Kaffee. Das macht Spaß. Der Tabak kriegt auf jeden Fall von mir eine Top-Punktzahl. Ich gebe den einfach mal 14. Weil der hat mich schon unten in Mainz extremst geflasht. Und ich finde ihn jetzt auch echt richtig gut. Und ja, was gibt's sonst noch so? Gewinnspiel, stimmt, ihr kriegt noch ein paar Shishas von uns. Wir wollen noch ein paar Shishas verschenken. Jetzt ist nur die Frage, wie lost man denn bei den Facebook-Freunden aus, wer gewinnt? Ich habe da schon so ein paar Ideen, bin mir aber irgendwie noch nicht ganz sicher, wie man das am besten macht, weil ich auch keine Lust habe, 1800 Namen rauszuschreiben, auf kleine Zettel zu knüllen und dann aus einem Hut zu ziehen. Deswegen muss ich mir da irgendwie noch mal was anderes ausdenken. Aber ihr bekommt die Shisha noch, oder einer bekommt noch die Shisha plus noch ein paar extra Gifts an irgendwelche anderen Leute von euch. Bist du fertig mit deiner Solo-Tour? Ja, schon. Ja, Luke, wie findest du denn, wie der Tabak schmeckt? Der schmeckt eigentlich wie Mundspülwasser zum Gurgeln morgens vorm Spiegel nach dem Zähneputzen. Das Ding ist, jetzt wo er das gesagt hat, kann ich ihm echt nur zustimmen. Ja, er riecht auch so ähnlich. Ich find's auch nicht schlimm. Ich find's eigentlich fresh. Es ist lecker. Er schmeckt echt gut. Doch, durchaus. Deswegen kriegt er von mir... Ich bin nicht so der Winstreak, von mir kriegt er nur 12 Punkte. Aber er ist nicht schlecht. Ich gebe auch 14. 14 ist gut. 14 passt. Ja. Ihr beide habt ja auch 3 Wochen im Bett zusammengeschlafen. Trotzdem bist du schwul. Deswegen war auch Sommerpause. Bis zum nächsten Review. Du Lappen.